Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Ellerbrock, das war ja ein netter Versuch, aber Sie haben ja keine Mehrheit hier im Haus. Also man kann das ja mal versuchen zu sagen, wenn die Landesregierung FDP-Politik machen würde, dann würden wir ihr auch zustimmen. Aber das hat der Bürger ja ein bisschen anders entschieden 2012. Jetzt gucken wir mal, was nächstes Mal rauskommt. Jetzt gibt es gleich eine Zwischenfrage. Mensch. Ja, das ging schnell. Ja. Ich vermute. Ich war noch gar nicht eingestiegen mit den Inhalten. Ja, aber lassen wir uns überraschen. Ich vermute, Sie lassen den Fragewunsch von Ellerbrock zu. Ja, ja, das wollte ich damit signalisieren. Ja. Bitte nicht in das Mikrofon pusten, Herr Kollege. Bitte nicht. Herr Kollege Klock. Herr Kollege Krocke, warum unterstellen Sie, dass der Minister, der aus Ihrer mit die koalitionstragenden SPD-Partei kommt, warum der nicht lernfähig ist und warum unterstellen Sie ihm beratungsresistent, dass er von vornherein das Angebot, was wir gemacht haben, einen zu Beginn richtig beschrittenen Weg fortzusetzen? Das verstehe ich nicht. Können Sie mich darüber aufklären, bitte? Also ich habe den Minister bisher als sehr offen und gesprächsbereit kennengelernt und immer Sachargumenten gegenüber aufgeschlossen. Das kann ich sozusagen nur zurückgeben. Jetzt würde ich ja nicht sagen, dass sozusagen jedes Argument der FDP gleich ein kluges Sachargument ist. Von daher vermute ich mal, dass der Minister Ihr Angebot nicht annehmen wird. Aber er hat ja nachher selber noch einen Redebeitrag. Ich will ihm jetzt auch nicht vorgreifen. Ich würde sozusagen jetzt einfach meine Rede fortsetzen wollen, mit Erlaubnis von Ihnen und auch des Präsidenten. Würde gerne auf drei Schwerpunkte rekurrieren. Die Kollegin Philipp hat ja eben sehr breit dargestellt, warum dieser Haushalt unsere Handschrift trägt und hier wichtige Punkte aus unserer gemeinsamen Vereinbarung für den Wohnungsbau umgesetzt worden sind. Als ersten Punkt würde ich nennen, gerne noch mal betonen wollen, den Bereich der Wohnraumförderung, wo wir doch sehr schnell reagiert haben als Land Nordrhein-Westfalen, als Landesregierung auf die aktuelle Situation, auf den Druck auf dem Wohnungsmarkt nach bezahlbarem Wohnraum, insbesondere jetzt, was den Flüchtlingszuzug angeht. Dort hat der Minister sehr schnell ein Programm vorgestellt mit sehr guten Konditionen. Es gibt viel Nachfrage von den Wohnungsbauunternehmen, von den Wohnungsbaugenossenschaften, von den Kommunen. Jedenfalls ist das bei uns der Fall. In den Abgeordnetenbüros wird sehr intensiv nachgefragt, ich denke beim Ministerium auch, mit Tilgungsnachlässen bis zu 35%. Sehr günstige Konditionen und wir sind wirklich guten Mutes, dass dieses Programm intensiv genutzt wird, um hier im Land sehr schnell bezahlbaren, günstigen Wohnraum für sowohl hier lebende Menschen wie auch für die hier neu angekommenen Flüchtlinge zu schaffen, damit wir hier Bewegung auf dem Wohnungsmarkt bekommen. Deswegen Dank in diesem Bereich ans Ministerium. Es ist ja angekündigt, dass es auch ein Online-Portal geben soll, wo freistehende Wohnungen gemeldet werden. Das ist gut, wenn das auf den Weg kommt, dass man das entsprechend nutzen kann. Wir rechnen ja damit, dass 300.000 bis 400.000 Wohnungen freistehen, sicherlich teilweise nur temporär, teilweise dauerhaft. Jedenfalls wäre das ein gutes Angebot, wenn man es entsprechend schafft, damit das entsprechend genutzt werden kann und hier freier Wohnraum schnell gemeldet werden kann. So, beim Wohnungsbau werden wir mit darauf achten als Grüne, dass hier Fehler der Vergangenheit nicht wiederholt werden, die in den 60er, 70er Jahren begangen worden sind. Wir brauchen keine sozusagen Wohnsiedlungen ohne vernünftige Infrastruktur, ohne Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe. Wir wollen hier keine Sanierungsfälle der Zukunft schaffen, sondern ich denke, wir müssen darauf achten, dass die Erkenntnisse, die wir im Bereich des Wohnungsbaus in den letzten 20, 25 Jahren gewonnen haben, was guten Wohnraum angeht, wo Menschen über Jahre und Jahrzehnte wohnen, wo man sich wohlfühlt, wo es auch ein grünes Umfeld gibt sozusagen, wo Menschen sich auch erholen können neben dem Wohnen, dass wir gucken, bei allem Druck, den es auf den Wohnungsmärkten gibt und bei aller Notwendigkeit, hier schnell zu handeln, dass es eben auch zukunftsfähiger Wohnraum gibt. Das wäre uns ein wichtiges Anliegen, da werden wir entsprechend darauf achten. Zweiter Punkt, die Wohngeldnovelle. Das ist ja die erste, die jetzt seit 2009 vom Bund initiiert worden ist, die zum 01.01.2016 in Kraft treten wird, wo das Land entsprechend in der Kofinanzierung einen wichtigen Beitrag leistet, ist aus unserer Sicht dringend notwendig. Bei den Bestandsmieten gibt es eine Steigerung von fast 10% bei den Mieten. Und mit dem, was die Wohngeldnovelle jetzt vorsieht, werden über 200.000 Haushalte in Nordrhein-Westfalen deutlich besser gefördert. Also um ein Beispiel zu nennen, ein Zwei-Personen-Haushalt wird in Zukunft statt 120 Euro monatlich mit 185 Euro gefördert. Das ist ein klares Signal, dass wir für sozial
Abgehängte, für sozial schwache Haushalte entsprechend eine vernünftige Förderung mit auf den Weg bringen. Und deswegen ist die Wohngeldnovelle eindeutig zu begrüßen und die Kofinanzierung, die wir im Haushalt verabredet haben, entsprechend auch zu unterstützen. Dritter Punkt, der uns ein wichtiges Anliegen war, auch als Grüne, die Kollegin Philipp hat es eben auch angesprochen, das sind die 500.000 zusätzlich im Bereich der Denkmalpflege. Da geht es ja insbesondere um kleine Projekte, die eben nicht durch Förderdarlehen seitens der NRW-Bank abgedeckt werden können. Es sind häufig private Initiativen, kirchliche Initiativen, wirklich kleine Projekte, wo es manchmal darum geht, mit 5.000 Euro, 10.000 Euro im Bereich von Kirchendenkmalschutz, Mühlenprojekte gibt es ja häufig im ländlichen Raum etc., hier private Initiative zu unterstützen. Dafür haben wir noch mal zusätzlich Geld in die Hand genommen und haben 500.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Das begrüßen wir ausdrücklich und möchten dafür auch entsprechend noch mal danken, dass das Geld dafür zur Verfügung steht. So, zum Abschluss meiner Rede noch eine kurze Bemerkung zu Herrn Ellerbock. Nee, jetzt ist er schon weg. Also, da ist er. Oh, Entschuldigung, ich habe Sie übersehen. Ja, habe ich auch. Also zum Lesen habe ich Sie schon, aber vielleicht kommt die Gleitsichtbrille auch irgendwann. Sie haben einige Anmerkungen zur Landesbauordnung gemacht. Da würde ich darauf setzen, dass wir hier in der parlamentarischen, also anstehenden parlamentarischen Debatte, bisher gibt es ja den Referentenentwurf, es gab die Verbändeanhörung, also da sehen wir auch zumindest in unserer Fraktion eine Reihe von Punkten Beratungsbedarf. Das parlamentarische Verfahren steht an. Wir werden eine ausführliche Anhörung dazu haben. Also das müssen wir jetzt nicht in der Haushaltsdebatte ad acta legen, sondern da werden wir, glaube ich, 2016 in intensive Beratungen einsteigen. Danke für die Aufmerksamkeit.